Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und heute schauen wir uns mal den Schicksalsplaneten, zwar einen sehr schnellen Langsamläufer, aber trotzdem einem Langsamläufer, Jupiter im Zeichen Zwilling an. Der Jupiter ist im Juni, Anfang Juni, jetzt für ein Jahr lang ins Zeichen Zwilling gewandert. Und was könnte denn das bedeuten? Das schauen wir uns an. Was könnte das auch mondan bedeuten? Das schauen wir uns jetzt an. Zuerst einmal zum Jupiter an sich. Der Jupiter ist das flexible Prinzip des Schützen und Schütze möchte immer einen Weg haben. Der Schütze möchte unterwegs sein. Der Schütze möchte ja, weiter, schneller und größer werden. Der Schütze möchte sich ausdehnen und vor allem dehnt er sich in das Geistige hinaus. Also das heißt, er ist so ein Gedankenprinzip eigentlich, ja, und möchte eigentlich immer weiter streben. Und deshalb ordnet man dem Schützen auch die Spiritualität zu. Auch die Hochschulen werden ihm zugeordnet. Also immer so ein gewisses, so eine Religiosität. Aber auch natürlich so das Erweitern, wenn man es im Physischen sieht, der Leibesfülle. Ja, dann macht der Jupiter, wenn der ein bisschen ungünstig steht, auch mal ein bisschen dicker. Und ja, für mich ist so dieses Jupiter-Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der Muppets Weihnachtsgeschichte, da gibt es so den Geist der gegenwärtigen Weihnacht, also einfach so dieses freudvolle, optimistische und der ist auch jemand, der versucht, aus allem etwas zu machen. Also dieser ewige Optimist, der Dinge versucht zu fügen auch. Auch etwas, das womöglich gar nicht so zusammenpasst, versucht er einfach zusammenzustoppeln. Und auf dem Weg eigentlich so der Evolution, so vom Astrologischen her, muss ja dann der Skorpion quasi der Pluto, dann darauf aufpassen, dass da nicht, also der Schütze bringt alles daher quasi und der Skorpion mistet dann aus, was braucht es da und was braucht es da nicht, was kann man da wirklich verwenden und was nicht. Und Schütze möchte eben, wie gesagt, als Optimist immer Dinge zusammenfügen, Dinge in ein Gesamtkonzept bringen, dass das auch passt. Das ist natürlich eine sehr, sehr bedenkliche Geschichte, also das merken wir uns einfach mal, wenn jetzt so ein Prinzip wie eine gute Fügung oder auch jemand, der fügt, also im Negativen ist es natürlich auch zu sehr zusammenzustoppeln, sich zu sehr zu verrennen, sich zu sehr zu verausgaben, ja, in ein Luftzeichen wie das Zwillingszeichen kommt. Denn Zwillinge bedeutet ja einfach, ist unsere Kommunikation, ist unser Denken. Jetzt haben wir auf der einen Seite, okay, optimistischere Gedanken, aber womöglich auch Gedanken, die, ja, die zu Übertreibung neigen. Falsche Philosophien sind in dieser Zeit, und wir reden da jetzt von einem Zeitraum ein Jahr, das heißt, Jupiter ist jetzt wirklich von Juni 2024 bis Juni 2025 in diesem Zeichen. Das heißt, dieses Übertreiben, überoptimistisch sein, da muss man einfach aufpassen in dieser Zeit. Vor allem eben auch so ein bisschen Philosophien, die vielleicht jetzt gut wirken, aber eigentlich dann gar nicht so halten. Also, dass da etwas zusammenfabuliert wird, dass das, man denkt da natürlich an gewisse, ja, man kann sagen, auch gewisse Theorien, Verschwörungstheorien, wo Dinge so zusammengestopselt werden, vom einen Ende zum anderen Ende und dann kommt ganz was Neues raus. Also das ist schon etwas, was in so einer Zeit noch einmal explodieren und eskalieren kann. Und gerade hier auf YouTube, und dessen bin ich mir bewusst, ich bin ja auch auf YouTube, klar, aber gerade hier auf YouTube ist es wichtig, da auch zu filtern und das kann sein, dass das jetzt einfach noch einmal mehr wird. Ne? Und deshalb, nicht alles ist Gold, was glänzt. Dieses gute Sprichwort würde ich jetzt wirklich verinnerlichen fürs nächste Jahr. Nicht alles, was erzählt wird, ist stimmig und nicht alle, nur weil es stimmig ist, heißt es nicht, dass es dann wahrhaftig ist, beziehungsweise wirklich, das heißt deiner Wirklichkeit entsprechend sein muss. Also das einmal, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, ein Riesenaspekt in dieser Zeit. Wenn man jetzt auch noch sagt, okay, es wird jetzt Jupiter vergrößert natürlich auch,
und vergrößert auch das Denken, dann ist das eine hervorragende Zeit, individuell größer zu denken. Größer zu denken heißt nicht größenwahnsinnig zu werden, sondern das heißt einfach nur aus deinem gewohnten Niveau, aus deinen gewohnten Plateaus mal auszubrechen, mal rauszugehen, ein bisschen eine neue Perspektive zu finden und vielleicht auch mit dir selber klarer zu kommunizieren. Jupiter lädt dazu ein, nahezu Licht in dein Inneres zu werfen, Licht in alle Aspekte zu werfen und dich weiter zu entwickeln. Das heißt, dort, wo du feststeckst, lädt Jupiter auch ein, frische Gedanken zu tanken und deshalb auch freier zu werden. Ja, das ist, denke ich, schon ein wesentlicher Aspekt auch dieses nächsten Jahres. Das heißt, es geht die Reise auch nach innen. Und da eben auch aufzupassen, noch einmal, was trage ich in mir? Und trage ich Dinge in mir, die ich womöglich gar nicht mehr so passend sind? Was umgibt mich denn? Was höre ich denn da an Informationen, an Dingen, die herumfliegen? Und entspricht das wirklich so meinem Innersten? Ist das was, wo ich sage, da kann ich hundertprozentig dahinter stehen? Oder ist das was, wo ich sage, okay, da könnte ich mich vielleicht weiterentwickeln, wegentwickeln davon, über den inneren Horizont zu erweitern, nicht nur nach außen zu gehen, nicht nur ins Gedankenkarussell einzusteigen und alles wieder durchzukauen, was du schon 100-mal durchgekaut hast. Das da oben sollte eine Kreativfabrik sein, eine Fabrik für neue Ideen. Wenn du permanent nur Ideen von alte Ideen immer wieder wiederkäust, na, was soll denn da rauskommen? Also sei kreativ, sei wirklich offen und hab den Mut, auch neu zu denken, neu auch zu empfinden und womöglich auch neu optimistischer zu kommunizieren. Lass diesen ganzen alten Krust und Wust einfach raus und weg und vergiss das braucht es nicht. Ja? Also und das ist sicher eine gute Zeit für Jupiter im Zwilling, dass man da einfach ein bisschen ja, aufmacht. Der Zwilling, der Zweigesichtige, der auch vielleicht auch zwei Agenden oft einmal in sich trägt, zwei Herzen in seiner Brust tragen, da wird natürlich auch oft einmal innere Spaltung noch einmal verstärkt durch Jupiter. Das heißt, wenn du eine innere Zerrissenheit fühlst und immer das und nicht weißt, was ist richtig, was ist falsch oder zwischen zwei Polen feststeckst, zwischen zwei Menschen feststeckst, zwischen zwei Jobs feststeckst, zwischen zwei Ideologien feststeckst, dann lass dich da, dann vergrößert das Jupiter, aber eigentlich unter der Form, dass man sagt, okay, entweder gibt es ein Zusammenfügen, ein Amalgam dieser beiden Ideen oder eine muss weg und man wählt ganz bewusst einen ganz anderen Weg dieser inneren Pole. Also auch das ist eben so mit Jupiter. Wenn der Pluto, und der Pluto ist ja gerade noch im Wassermann, also wenn man sich das anschaut, da vom Sommerbeginn, 20.06. weg ist ja der Pluto da im Wassermann drinnen, dann macht natürlich Luft zu Luft, Wassermann, Zwilling, ein schönes Trigon und Jupiter, Pluto haben da jetzt eben so ein Trigon und das ist immer so eine stark spirituelle, religiöse, dogmatische Einschlag auch. Also unter Pluto, unter dem Transformator, kriegt, aber auch dem Festhalter, der will fixe Ideen, der will was Bestand hat, ja, Pluto. Und Jupiter will weiter wachsen und das ist eigentlich so eine religiöse Konstellation. Unter diesem Trigon kann man auch innerlich noch einmal gute spirituelle Fortschritte machen. Jetzt hört er da vielleicht spirituell, was heißt denn das? Spirituell heißt einfach nur einmal, nimm das Profane, nimm deinen Kontostand, nimm deine Wohnung, nimm deinen Körper her, das ist das Profane, das kannst du messen, das kannst du sofort vermessen, das kannst du prüfen, das kannst du putzen, da kannst du was verändern. Ja. Also Spirituelles ist das Gegenteil des Profanen, des Messbaren, des Äußeren, des Körperlichen, von all dem, wo wir sagen können, das können wir bemessen, das können wir wissenschaftliche Studien darüber schreiben, ist Spiritualität das Gegenteil. Das heißt also, alles, was nach innen geht und alles, was feinstofflich ist, auch alles, was eine religiöse Note hat, eine philosophische Note hat, das ist eine Spitzenzeit, um sich mit dem zu beschäftigen. Man sollte, wie gesagt, aufpassen vor falschen Propheten, also immer aufpassen, dass man sich nicht verführen lässt, auch aufpassen vor Übertreibung. Das heißt, bleib einfach wirklich gut
zentriert, auch wenn du das Gefühl hättest, da sollte mehr drinnen sein oder eine einfach weiterzugehen. Also da einfach ein bisschen schauen, dass du dich selber nicht verlierst. Denn eine spirituelle Suche am Ende des Tages sollte ja natürlich immer auch deinen Rahmen, deinen konkreten Rahmen verbessern. Das heißt, messbar etwas besser machen in deinem Leben. Ob das jetzt so ein innerliches Glück ist, wo man sagt, da bin ich zufriedener, da lebe ich leichter, da kann ich mir Dinge besser umstellen und organisieren. Also das wäre dann natürlich schon das Ziel dieser spirituellen Suche auch. Jupiter in Zwilling lädt natürlich auch zu Reisen ein. Also vielleicht planst du auch im kommenden Jahr Reisen oder hast Reisepläne, Reiseideen, die du vielleicht realisieren willst, obwohl du noch nie so sehr auf Reisen warst oder obwohl das früher für dich nicht so wichtig war. Kann sein, dass viel Beweglichkeit reinkommt und dass viele auch weitere Reisen in dieser Zeit möglich werden. Also auch das ist natürlich eine spannende Komponente, ein spannender Aspekt dieses Zeichens, ja, dieses Jupiters in Zwilling, dass eben so die Reiselust mehr wird. Ja, also du siehst schon, es ist eine sehr bewegliche Zeit, es ist auch eine sehr dynamische Zeit. Auch was Informationsfluss angeht, kann es sein, dass es immer wieder, ja, dass man immer mehr draufkommt, dass vielleicht etwas medial zu sehr aufgeblasen wird oder dass da irgendwo dass da gewisse, ja, Themen womöglich größer beleuchtet werden als notwendig sind, während andere unter den Tisch fallen, wieder so dieses Bipolare, eigentlich so dieses Zwilling-Prinzips auch, was ja auch so diese Medienlandschaft betrifft, ne? Also auch so Printmedien und so. Und mit Jupiter selber kann das eben auch noch einmal sein, dass man dann nach ganz heißen Schlagzeilen sucht und die aber dann ganz schnell wieder weg sind, ne? Also es ist eine bewegliche Zeit, die Zeit ist sehr, sehr schnell. Wir haben ja Jupiter jetzt im Stier gehabt und jetzt ist er direkt, wie gesagt, ins Wissen, ins Denken gekommen. Vielleicht hast du auch Veränderungen in deiner Materie erlebt, ja, das letzte Jahr so, wo du gemerkt hast, okay, so geht es nicht weiter oder da brauche ich neue Ideen. Und dann bringt dir der Jupiter in den Zwillingen sicher diesen Input. Egal, ob du jetzt sagst, ich möchte jetzt im Innerlichen wachsen, ich möchte im Äußerlichen reisen, es ist an sich schon es kann eine sehr inspirierende Zeit sein, wenn du eben die Beine am Boden behältst, den Kopf in der Luft und da wirklich neue Inspirationen suchst und sei inspiriert, denke neu. Nimm dir als Übung einfach einmal, hey, ich versuche heute mal was zu denken, was ich noch nie gedacht habe, einen originellen, kreativen Gedanken und versuche mal diese Gedanken auch auszuführen oder da was draus zu machen. Besuche Orte, die du vielleicht so noch nicht besucht hast und dann bist du eigentlich schon ganz gut in dieser Energie drinnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall für dieses Jahr Jupiter in Zwilling gute Erkenntnisse, gute neue Perspektiven, ein gutes Vorankommen und ich hoffe natürlich, dass wir uns demnächst wiedersehen, entweder bei einem Workshop oder auch natürlich über Zoom oder bei einer Einzelsitzung hier bei mir in Linz. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute, abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erni. Tschüss.